Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute war ich bei der Osteopathie. Nach der Osteopathie war ich dann einkaufen. Und wie ich schon erwähnt habe, ich versuche mich nach den Empfehlungen der DCM zu ernähren und gleichzeitig Clean Eating zu machen. Clean Eating heißt halt möglichst keine verarbeiteten Lebensmittel. Für mich auch kein Zucker und Fast Food, also keine Tiefkühlgerichte. So, und ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Also, ich höre auch immer auf meinen Körper. DCM sagt ja nicht so viel Rohkost. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass mein Körper super viel Obst, rohes Obst haben möchte. Und das passt auch. Im Frühjahr ist ja auch die Zeit, wo man entgiftet. Und die Schlacken, die sich im Winter teilweise angesammelt haben, los wird. Und Obst entgiftet ja auch den Körper. So, ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Also ich habe Tafeläpfel gekauft, 2 Kilo. Dann habe ich einen Salatkopf gekauft. Ist kein Eisbergsalat, sondern ein normaler Salatkopf. Ja, Kopfsalat. Genau, Kopfsalat. Eisbergsalat esse ich auch, hatte ich noch zu Hause, aber ich wollte halt speziell jetzt einen anderen Salat haben. Eisbergsalat ist auch nicht so der tolle Salat, aber ich esse den trotzdem gerne, teilweise nicht immer, manchmal esse ich den und deswegen kaufe ich den auch. Also ich, wie gesagt, ich höre da immer auf meinen Körper, was möchte er haben, und wenn mein Körper sagt, ich möchte jetzt Eisbergsalat essen und der ist halt nicht so toll, dann esse ich das lieber ein bisschen Eisbergsalat essen, wie eine Tafel Schokolade. So, dann als nächstes Bananen habe ich gekauft, 5 Stück. Davon habe ich aber eine schon gegessen, direkt nach dem Einkauf. Dann habe ich gekauft 3 von diesen recht großen Orangen. Davon habe ich auch schon eine gegessen, nachdem ich hier zu Hause angekommen bin. So, ich habe eine Tüte Mandarinen gekauft, 1 Kilogramm, so ganz normal, weil ich gedacht habe, ich habe halt jetzt gerade viel Lust auf Mandarinen und Orangen und deswegen kaufe ich die jetzt sehr viel. Weil bald der Winter vorbei ist und dann ist das Angebot nicht mehr so groß. Außerdem haben sie dann auch keine Saison mehr. Und ich versuche mich auch saisonal zu ernähren. Einfach, weil das gut für die Umwelt ist. Und vor allem auch die Sachen, wenn sie Saison haben, schmecken die auch viel besser. So, also Mandarinen. Dann noch eine Packung Mandarinen. Das sind Bio-Mandarinen. Die waren aber runtergesetzt, weil sie die Verpackung kaputt war. Und ich habe die jetzt einfach mal mitgenommen. Ja, und dann eine Packung Saft Blutorangen. Die schmecken ein bisschen anders wie die normalen Orangen und ich mag die ganz gerne. Die schmecken so ein bisschen bitterer. Steht auch drauf, süßlich herb. Und ich hatte dieses Jahr nur einmal und jetzt habe ich die nochmal geholt. Ja, 2 Kiwis. Das war's dann mit der Rohkost und mit dem Obst. Dann habe ich noch geholt Hirse, weil ich total Lust auf Hirse hatte. Ich war halt beim DM, weil ich das Proteinpulver kaufen wollte. Also ich habe Proteinpulver gekauft. Und dann habe ich aber auch die Hirse direkt mitgenommen, weil ich weiß, dass ich Hirse mag. Und ich habe total Lust gehabt, das zu essen. Deswegen habe ich das dann mitgenommen. Dann Sojaschnetzel, die habe ich einfach mal mitgenommen, weil die sich lange halten. Eier, ich hatte echt Lust auf Eier. Ich wollte auch noch Tofu kaufen. Also die Eier sind von Edeka und die Orangen auch und ich wollte auch noch Tofu kaufen, aber die hatten halt kein Tofu da, das hat mich echt geärgert. Dann halt noch Zahnseide, wichtig, und Gemüsebrühe, wenn ich plane, solche Bratlinge zu machen mit Haferflocken, selbst Bratlinge zu machen, und dann tue ich halt immer ein bisschen Gemüsebrühe mit rein, dass sie halt mal ein bisschen Geschmack kriegen. Ja, und das war's. Das habe ich gekauft. Ich habe es halt recht weit zu den Einkaufsläden. Ich muss mal gucken. Ich hole mal mein Handy, dann sehe ich, wie weit ich gelaufen bin heute. Okay, zurück jetzt mit dem Handy. Der ganze Einkauf, also ich war zur Osteopathie bin ich rübergelaufen. Das waren so 20 Minuten. Dann bin ich einkaufen gewesen und 2 Stationen bin ich mit dem Bus dann gefahren zurück, weil mir das dann einfach zu schwer war mit dem Einkaufen. Aber insgesamt waren das trotzdem 4,1 Kilometer. Und
5742 Schritte. Also das ist ja schon mal ganz gut. Ja. Ja, das war's zu dem Einkauf. Ist das. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Tschüss!